Paar 5, 418 Meter. Und es geht steil bergauf. Ja, schlechter Drive, aber er liegt auf der Spitze getroffen. Herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Course-Vlog. Heute spiele ich hier auf meinem Heimatgolfplatz am Grazer Golfclub in der Nähe von Graz am Golfclub Thalersee. Und es gibt auch heute wieder Tipps und Tricks vom Platz. Also ich halte dich am Laufenden, was du eben machen solltest, um dein Spiel am Platz zu verbessern. Solltest du zum ersten Mal hier auf meinem Kanal gelandet sein, dann möchte ich dich bitten, abonnieren bitte gleich, denn nur dann verpasst du in Zukunft kein Video mehr. Der erste Schlag war leider Gottes ein wenig auf der Spitze getroffen und deshalb habe ich leider noch 210 Meter Rest Richtung Grün, Par 5, Schlag 2. Ist der Ball auf der Spitze getroffen, möchte ich dich bitten, dass du dich in dein Setup begibst, dass du darauf Acht gibst, dass dein Druck wirklich hier vorne leicht am Fußballen ist. Und sollte das der Fall sein, dann gehst du her, dann nimmst du deine untere Hand weg und dann lässt du sie zum Griff hinfallen. Und fällt die Hand genau dorthin, wo sie eben den Schläger greifen sollte, dann passt der Abstand zum Ball. Wärst du zum Beispiel zu weit weg, dann würdest du merken, nein, hier fällt die Hand ganz woanders hin und genauso wäre es eben, wenn du zu nah am Ball stehen würdest. Schlag 2, Eisen 4. Es geht um einen guten Eisenschlag, es geht um gute Kontakte. Und braucht es gute Kontakte oder brauche ich einen guten Kontakt beim Eisen, dann geht es immer um die rechtzeitige Druckverlagerung. Ich versuche den Druck rechtzeitig vom hinteren rechten auf den vorderen linken Fuß zu bringen, auch bei Bergauflagen wie dieser hier. Denn der größte Fehler beim Bergaufspielen ist der, dass man einfach hinten hängen bleibt und deshalb Bälle toppt oder Boden auftrifft. Das heißt, muss ich den Ball sauber kontaktieren bergauf, ist es wichtig, die Endposition zu finden. Ja, ganz leicht links, aber ein sehr guter Kontakt. So kann es losgehen. Und solltest du dich fragen, wie du mich und meinen YouTube-Channel ein wenig unterstützen kannst, beziehungsweise bist du einfach auf der Suche nach einer coolen Golfkappe, hier, diese hier, dann würde ich eben diese Kappe empfehlen. Denn damit unterstützt du mich und meinen YouTube-Channel. Ich werde den Link in die Videobeschreibung packen und vielleicht kann ich ja die Kappe auch oben ganz kurz verlinken im Video. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dir eine einfach besser golfen Kappe holst. Schlag 3. 51 Meter Rest und es braucht den hohen Annäherungsschlag, den hohen Pitch aus der Bergablage. Möchte ich den Ball hochspielen, muss ich den Ball natürlich vom vorderen linken Fuß spielen. Geht es bergab, ist es umso wichtiger, den Druck auch wirklich vorne am linken Fuß zu platzieren und vor allem auch vorne zu halten. Normalerweise bevorzuge ich bei solchen Schlägen immer etwas schmäler zu stehen. In dem Fall geht das leider nicht, denn bei Bergablagen sollte man ein wenig breiter stehen, um sein Schwungzentrum, Stern und Brustbein links vom Ball halten zu können. Möchte ich den Ball besonders hoch spielen, sollte immer der Schläger rechtzeitig entwinkelt released werden. Ich arbeite immer mit dem Gefühl, dass ich mir vorstelle, dass auf meiner linken Seite, auf der Höhe meines linken Fußes eine Wand aufgebaut ist und die Hände sollten wirklich die Wand nicht berühren. Der Schlägerkopf geht durch, die Hände bleiben hinten. Beim Ausholen ist der Radius groß, die Hände sind weg von mir und im Durchschwung ist der Radius möglichst klein, die Hände sind quasi nah an mir dran. Das wäre der theoretische Part. Jetzt folgt die Praxis, also ein hoher Schlag aus 51 Meter aus der Bergablage. Aus meiner Sicht kein wirklich leichter Schlag. Mal schauen, was geht. Eine Spur zu kurz, hoch war, kriegt dann natürlich den leicht unglücklichen Bounce, bleibt stehen. Ja, und er liegt glücklicherweise noch am Grün. Und damit erwartet mich ein, ja, leider Gottes langer, aber es ist einer Birdie Putt. Was war das Problem? Ich habe den Schläger leider ein wenig zu spät entwinkelt. Und entwinkelt man den Schläger zu spät beim Pitchen, was passiert dann? Die Bälle werden dünn getroffen sein. Es sei denn, der Körper gleicht das Ganze aus. Und das hat er aber, ja, Gott sei Dank kann man fast sagen, nicht gemacht. Also achte immer darauf, dass dein Schlägerschaft beim Pitchen möglichst senkrecht steht, nach oben schaut.
denn dann passt auch der Radius nach unten hin und du wirst weniger Bälle toppen. 4% von aus meiner Sicht rechts nach links. Ich sage es immer wieder, zuallererst sollte man den Ball und den Putter putzen. Erst dann sollte man mit seiner Routine anfangen. Ich spiele hier in etwa 1,5 Meter rechts an. Die Grüns sind relativ flott. Und dann geht's los mit der Routine. Heißt quasi, ich muss mich einpendeln. Der Rhythmus soll langsam kommen. 3, 4, 3, 4. Ich empfehle immer, die Probeschwünge hinter dem Ball zu machen, damit man wirklich die Linie schon visualisieren kann. Damit man sich schon vorstellen kann, wie der Ball eben rollen wird. Und jetzt geht's los. Noch eins, Putt zum Birdie. Break. Ja gut, kommt wieder zurück. Eine Spur zu lang, aber eben normalerweise nur noch Formsache. Auch hier allerdings habe ich dazugelernt, markiere ich den Ball, putze die Kugel, richte den Ball richtig aus und versuche auch da meine Routine bestmöglich durchzuziehen. 3, 4, auch hier wieder hinten hingehen, visualisieren. Ganz leicht von links nach rechts und rein damit. Loch 2, ein 370 Meter langes Par 4, das schwerste Loch am Platz. Es geht stark nach rechts, ein starkes Dogleg und vor uns ist Verkehr. Dementsprechend ist drüber spielen keine Option. Ich habe mich für ein Eisen 5 entschieden, spiele es ein wenig vom rechten Fuß, damit er etwas flacher rauskommt. Und die Linkskurve soll mir helfen, das Out auf der rechten Seite zu umspielen. Also leicht rechts gelegt im Stand und auf die Schlagfläche aufpassen, dann sollte normalerweise nichts passieren. Gesagt, getan. Der Ball ist in Ordnung, kurvt ein wenig weg vom Wald und liegt unten im Knick drinnen. Ja, eigentlich ist die Aufgabe ganz gut erfüllt damit. Schlag 2, 165 Meter Rest und ich hoffe, man kann es erkennen, der Ball liegt ein wenig ober mir. Liegt der Ball ober mir, muss ich das Ganze irgendwie ausgleichen. Und das geht relativ simpel, indem ich den Schläger einfach etwas kürzer greife. Das Einzige, was ich beachten muss, greife ich den Schläger kürzer, muss ich natürlich einen Schläger mehr nehmen, denn ich verliere damit Länge. Das heißt, für 165 Meter leicht bergab würde ich normal ein Eisen 8 nehmen und nun, da ich lieber kurz als lang bin auf diesem Loch, nehme ich trotzdem ein Eisen 7 und spiele den Ball wirklich sehr, sehr locker. Ich versuche den Ball etwas rechts starten zu lassen, da der Hang meistens dafür verantwortlich ist, dass der Ball ein wenig nach links kurvt. So, das ist die Theorie. Jetzt gehe ich nach hinten, suche mir ein Zwischenziel, das maximal 20 cm vor meinem Ball ist. Daraufhin richte ich zuallererst mal meine Schlagfläche aus, dann nehme ich den Stand ein und schaue, dass ich den Schläger richtig greife und nun kann es losgehen. Schlag 2. Ja, perfekt getroffen. Genau Richtung Fahne. Der könnte ganz gut passen, glaube ich. Putt zum Birdie. Relativ gerade, leicht bergauf. Bergauf-Putts sind immer ein wenig leichter als Bergab-Putts, denn da kommt das Break weniger ins Spiel, da der Putt schärfer oder schneller gespielt werden muss, da es bergauf geht. Ich versuche mir wieder den Putt einzuprägen, mir vorzustellen, wie der Ball rollen wird. Das ist wirklich ein ganz gerader Putt, leicht bergauf zum Birdie, Loch 2, rein damit. Eieieiei, genau auf der Linie, aber eben leider zu kurz. Schade, da wäre mehr drin gewesen. Ein kleiner Tipp nun zum Thema Putten. Immer wieder habe ich die Erfahrung, dass viele meiner Schüler Putts gerne mal zu kurz lassen. Und das Problem ist immer wieder ein zu kurzer Rückschwung. Das heißt, versuch auf deiner nächsten Runde, wenn du jemand bist, der gerne Putts zu kurz lässt, mal bewusst ein wenig weiter auszuholen. Versuch bewusst 5 bis 10 cm weiter auszuholen, als du es normal machen würdest. Und ich kann dir garantieren, du hast weniger Stress im Durchschwung
und wirst deutlich weniger Putts zu kurz lassen. Loch 3, ein 250 Meter kurzes Par 4. Ich versuche mit meinem Holz 3 das Grün zu attackieren, anzugreifen. Mal schauen, was geht. Ja, kein schlechter Versuch, eine Spur zu weit links. Aber das sollte nicht so schlecht liegen. Ein kurzer Chip mit dem Pitching Wedge. Aus kurzer Distanz würde ich sagen, etwa sind es 15 Meter. Auch hier braucht es ein wenig Release, den Release 1 würde ich immer sagen, wo eben das Griffend im Durchschwung auf die linke Hosentasche sieht. Wenn man einen Release 1 spielt, ist es ganz, ganz wichtig, dass der Ball wirklich rechts liegt und dass das Gewicht immer zu 70% links ist, damit das Schwungzentrum, das Sternum, das Brustbein stets links vom Ball ist. Der Ball soll im Hang aufkommen und dann zur Fahne hin ausrollen. Das macht er, aber es bleibt noch ein wenig Arbeit zum Birdie übrig. Putt zum Birdie aus in etwa 2 Meter, 3% von rechts nach links und bergab. Da braucht es jetzt wirklich viel Ballgefühl. Ach, schade. Und damit, wie es aussieht, das nächste Paar auf der Scorekarte. Das nächste Loch, ein 121 Meter kurzes Paar 3, das es allerdings in sich hat. Denn wenn man das Grün aus meiner Sicht mit einem normalen hohen Schlag attackiert, spinnt der Ball immer so weit zurück, dass er gar nicht mehr im Grün liegen bleibt. Und deshalb habe ich mich für ein Eisen 9 entschieden, für den Schläger mit etwas weniger Loft, denn damit kann ich den Rückwärtsstrahl reduzieren, denn damit kann ich eben den Ball hoffentlich am Grün halten. Wichtig ist auch wieder hier von hinten visualisieren, ein Zwischenziel suchen und dann vollste Konzentration auf die Schlagfläche, die für die Startrichtung verantwortlich ist. Und der ist gepult und lang. Sit! Spannend, was da passiert ist, aber von da wird es ganz, ganz schwer. Die Balllage ist leider Gottes alles andere als gut. Ich liege leicht hart und dementsprechend versuche ich mit meinem Pitching Wedge einen Chip mit dem Release 1 zu spielen. Ja, leider eine Spur zu kurz. Was kann man daraus nun lernen, mitnehmen? Ganz einfach, dass man nicht immer einen gewissen Schlag spielen kann, sondern dass man zuallererst einmal die Balllage anschauen muss. Liegt der Ball schlecht, Release 1, liegt der Ball gut, ist alles möglich. Release 1, 2, 3 oder was auch immer. Aber bei schlechter Lage, dann muss man eben ein wenig ja auf die Balllage reagieren. Und nun hätte ich entweder einen schweren Chip oder einen schweren Putt. Und ich entscheide mich in solchen Situationen dann eben ganz gern für den Putter, weil einfach aus meiner Sicht weniger passieren kann. Putt zum Paar. Das Bogey würde ich, um ehrlich zu sein, sofort unterschreiben. Und weiter geht's nun mit dem schweren Tester zum Bogey. Wie bereits vorher gesagt, das Bogey hätte ich gerne mitgenommen und dafür muss der Putt nun halt rein. Es geht steil bergab, er hängt ganz schön und zwar 3% von links nach rechts. Ja, ein richtig schwerer Putt aus meiner Sicht. Vor allem kann ich ihn wieder nicht aggressiv spielen, denn sonst droht noch mehr als was auch immer. Putt zum Bogey. Jawohl, wichtiger Putt und damit das Bogey mitgenommen. Das nächste Loch ist ein 352 Meter langes Par 4. Ich habe mich für den Drive entschieden, es soll ein flacher Fade werden, der ja, das Fairway findet, wenn es geht. Er findet das Fairway, aber das Falsche.
nämlich das auf der rechten Seite. Aber gut, da bin ich schon des Öfteren gelegen und es geht weiter von dort. Die Schlagfläche war zu offen. Und ist die Schlagfläche zu offen, dann braucht sie eben wieder das ganz gleiche Gefühl wie bei den Eisenschlägen. Heißt, die rechte Hand darf früher im Schwung nach unten schauen und dann Richtung Ziel. Und das nach unten schauen hat eben gefehlt. Deshalb war die Schlagfläche offen und deshalb ist der Ball zu weit rechts gestartet. Schlag 2. Es bleiben 119 Meter Rest und der Ball liegt unter mir. Liegt der Ball unter mir, muss ich das Ganze wieder irgendwie ausgleichen. Und da ich den Schläger nicht länger greifen kann, kann ich nur eines machen, nämlich breiter stehen. Stehe ich breiter, muss ich natürlich besonderes Augenmerk auf mein Schwungzentrum richten. Denn das ist dafür verantwortlich, wo mein Schläger den Boden berührt, wo ich den Lowpoint habe. Und das ist eben besonders schwer zu kontrollieren bei solchen Situationen. Was zusätzlich noch passieren wird, ist das, dass der Ball eben ein wenig mit dem Hang nach rechts abdriftet, prallt. Und driftet der Ball nach rechts, wird er meistens ein wenig kürzer. Und deshalb habe ich hier bei 119 Metern mich für ein Pitching Wedge entschieden. Das Pitching Wedge geht normal 130 Meter und hier kann ich es normalerweise ganz normal schlagen. Und jetzt kommt wie immer meine Routine. Routine heißt, ich gehe hinter den Ball, suche mir ein Zwischenziel, ca. 20 cm vor meinem Ball, in dem Fall links der Fahne. In etwa sollen es 5 Meter links der Fahne sein. Und dann versuche ich den Schlag zu visualisieren und bestmöglich auszuführen. Ja, der war an sich nicht schlecht getroffen. Und er ist Anfang grün, also völlig in Ordnung. Jetzt heißt es noch das Divo zurücklegen und dann geht es weiter mit dem Birdie-Putt. Putt zum Birdie, 3% von links nach rechts. Heißt quasi, 3 Finger links der Fahnenstange anhalten und volle Konzentration aufs Tempo. Wichtig ist, vor jedem Putt sollte man 3-4 Probeschwünge machen, damit man sich eben aufs Tempo einstellen kann. Ja, leider eine Spur zu kurz. Und ein kleiner Tester zum Paar. Sollte aber durchaus machbar sein. Das nächste Loch ist ein 292 Meter langes Par 4 und es braucht den Layup bei mir mit dem Eisen 5. Damit ich Eisenschläge perfekt kontaktieren kann, geht es mir darum, dass man wirklich den Druck rechtzeitig am vorderen linken Fuß hat. Und einer meiner Lieblingsdrills, um eben das zu schaffen, ist ein Step Drill, wo man anfängt mit einem etwas schmalen Stand. Und sobald man hier die Bewegung einleitet, die Rückschwungbewegung einleitet, möchte ich dich bitten, versuch zeitgleich einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Oben angekommen, am oberen Todpunkt, sollte der Schritt schon fertig sein, damit du dann im richtigen Moment dein linkes Bein eben strecken kannst. Denn das ist dann im Durchschwung angesagt. Ich werde die Übung nun gleich vorzeigen. Das heißt, ich schlage den Ball jetzt mit dem Step Drill, fange mit einem etwas schmäleren Stand an, mache einen kleinen Schritt nach vorne und versuche dann eben rechtzeitig am vorderen linken Fuß zu landen. Schmaler Stand, kleiner Schritt nach vorne und ab zum Ziel. Das Ganze werde ich nun eben bei meinem Schlag hier einbauen. Die Ausrichtung sollte passen. Auf der rechten Seite ist viel Platz. Der Stand eben etwas schmäler, der Ball leicht links der Mitte. Dann kommt der Schritt nach vorne und dann geht's los. Großer Draw. Aber der sollte ja nicht so schlecht passen. Schlag 2 auf dem Par 4 folgt nun. Der Ball liegt leider nicht am Fairway hier drüben, sondern er liegt im Semi-Rough. Vielleicht schon im richtigen Rough, je nachdem wie man das hier bezeichnen will. Auf alle Fälle liegt der Ball relativ tief. Und liegt der Ball tief, braucht es einen steilen Eintreffwinkel. Einen steilen Eintreffwinkel bekomme ich immer dann, wenn ich den Ball zum rechten hinteren Fuß lege, denn dann schafft man es, den Ball noch etwas steiler zu attackieren, denn dann schafft man es, den Ball direkter zu treffen.
Auch wenn der Ball am rechten hinteren Fuß liegt, möchte ich dich bitten, trotzdem die Druckverlagerung rechtzeitig zu machen und den Druck rechtzeitig am linken vorderen Fuß zu haben. Denn sonst war das alles eigentlich komplett umsonst. Also Schlag 2 vom rechten Fuß, 110 Meter. Ich habe mich für ein 48 Grad Wedge entschieden und versuche nun, den Ball sauber zu kontaktieren. Ja, der Ball war sehr gut kontaktiert. Die Richtung passt. Da kann man hoffentlich jetzt was rausholen. Putt zum Birdie. Relativ gerade, allerdings noch ein wenig bergauf. Die Fahnenposition ist heute ja, leicht grenzwertig, würde ich sagen. Ziemlich im Hang gesteckt. Der Ball wird ganz leicht von links nach rechts brechen, meiner Meinung nach. Auch hier ist eben wichtig, weit genug ausholen, damit der Schläger nicht beschleunigt werden muss, damit der Ball nicht zu kurz bleibt. Putt zum Birdie. Was geht da? Ah, schade, knapp vorbei. Schade, schade, schade. Aber ein easy Par auf die Fahnenposition, vielleicht gar nicht so schlecht. Par 3, 145 Meter, Eisen 9. Auf der rechten Seite ist Platz. Es braucht den Draw, also versuche ich eben den Ball vom rechten Fuß zu schlagen. Ja, leider eine Spur zu kurz. Schlag 2. Kein leichter Schlag. Es braucht den kleinen Chip mit dem Sandwedge, den Release 2. Es ist wirklich wichtig, den Schläger zu entwinkeln, ultra locker zu greifen. Mein Lieblingsdrill ist da der, dass man wirklich mal einen Chip spielt ohne Daumen. Daumen weg vom Schlägergriff und dann den Schläger gehen lassen, denn so locker sollte der Schläger gegriffen sein. Leicht fett getroffen, aber Gott sei Dank über den Bounce gespielt. Das Ergebnis ist in Ordnung, ein machbarer Par-Putt. Putt zum Paar, ganz leicht von rechts nach links, leicht bergauf. Hier hilft mir immer mitzählen, der richtige Rhythmus. 1, 2, 3, 4. Das wäre der Plan. Mal schauen, was geht. Ganz leicht von rechts nach links. Okay, der Putter ist leider noch kalt heute, das nächste Bogey. Und damit geht's auf plus 2. Par 4, 298 Meter. Es braucht den hohen Fade. Ich habe den Ball etwas höher aufgedient, spiele ihn etwas weiter von der linken Seite, um den Ball eben mehr in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Ist deutlich höher, aber eine Spur rechts. Ja, nichtsdestotrotz kein schlechter Abschlag. 65 Meter. Heißt quasi, es braucht einen Distance-Wedge-Shot. Und bei Distance-Wedge-Shots ist es immer ganz, ganz wichtig, dass man eben seine Zahlen kennt, dass man eben seine Distanzen kennt. Und ich glaube, für 65 Meter sollte ein 10 Uhr Sandwedge ganz gut passen. Wie schaffe ich es, dass ich wirklich nur bis 10 Uhr aushole mit der richtigen Standbreite? Es sollen maximal zwei so Schlägerkopflängen sein, die zwischen meine Füße passen. Denn damit limitiere ich ein wenig meinen Aufschwung und dann kann ich quasi voll ausholen vom Gefühl her und bin trotzdem kürzer als normal. Also zwei Schlägerkopflängen ist die Standbreite und das Sandwedge aus der 10 Uhr Position. Leider zu weit rechts. Leider zu weit rechts. Der Ball lag schlecht, ich habe ihn zum rechten Fuß gelegt. Das hat alles gepasst, dementsprechend direkt der Kontakt. Aber wie kam das tiefe Divot nun zustande, wirst du dich fragen. Und das lag einfach an der fehlenden Körperrotation. Ich habe ein wenig zu spät fertig gedreht zum Ziel und damit wurde der Eintreffwinkel zu steil. Das heißt, hackst du zu tief rein, fokussiere dich mal nur darauf, den Oberkörper zum Ziel zu drehen. Und erneut erwartet mich ein sehr, sehr schwerer Chip, da ich eine große Welle vor mir habe. Ich habe mich wieder für ein Sandwedge entschieden. Ich habe mich wieder für den Release 2 entschieden
wo ich wirklich das Gefühl habe, dass der Schlägerkopf die Hände überholt, dass die Hände auf der Höhe des linken Oberschenkels stoppen. Und dann muss der Ball halt wirklich ganz genau nun den Landepunkt treffen, der in etwa 1,5 Meter im Grün ist. Mal schauen, wie gut mir das gelingt. Ja, gar nicht schlecht. Landepunkt getroffen. Und ein durchaus brauchbares Ergebnis. So, wichtiger Putt zum Paar, um auf plus 2 zu bleiben. Auch der Putt bricht ganz leicht von rechts nach links. Es sind circa 1,5 Meter, nicht mehr. Eigentlich ein machbarer Putt. Wichtig ist auch hier wieder visualisieren. 2-3 Mal sehen, dass der Ball schon ins Loch geht. Und dann sollte der echte Ball nun folgen. Jawohl. Also, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, bevor man den Putt, den eigentlichen Putt spielt, schon 2-3 Mal sieht, sich vorstellt, dass der Ball ins Loch reingeht. Denn man muss wirklich daran glauben und man muss immer wieder sich das vorstellen können. Denn das ist die einzige Möglichkeit, dass man dann eben anfängt, in weiterer Folge auch die echten Putts, dann quasi die echten Putts zu versenken. Das nächste und gleichzeitig letzte Loch für heute, ein 344 Meter langes Par 4. Ich brauche den Abschlag mit dem Eisen 2, ich brauche einen flachen Ball, da wir einen leichten Gegenwind haben. Und wenn ich ein langes Eisen in der Hand habe, versuche ich den Ball dann trotzdem aus der Mitte rauszuschlagen. Ziel ist allerdings, dass die Hände im Impact wirklich vor dem Ball landen. Und dazu ist es wichtig, die Schlagfläche früh im Schwung nach unten schauen zu lassen und dann das Gefühl zu haben, dass das rechte Handgelenk wirklich gewinkelt, dorsal gewinkelt bleibt. Und dann sollte der Ball flach sein und dann sollte der Ball mit dem Eisen 2 hier ganz gut gegen den Wind ankämpfen können. Also Ballposition mittig und den Winkel im rechten Handgelenk spüren. Gesagt, getan. Flacher Ballflug, kleiner Draw. Der liegt nicht schlecht. Schlag 2, 112 Meter Rest. Und zuallererst, ich sage es immer wieder, muss man mal die Balllage analysieren. Der Boden ist hier noch relativ, gatschig, trifft vielleicht am besten. Also ich habe hier wenig Gras unter meinem Ball. Es ist mehr der harte Boden. Und da muss man halt besonders aufpassen, dass man den Ball keinesfalls zu fett trifft. Und wenn ich Angst vor einem fetten Schlag habe, dann nehme ich den Ball bewusst ein wenig mehr zum rechten Fuß, damit ich zuerst den Ball und dann erst den Boden treffe. Und ich versuche auf alle Fälle ein wenig Tempo rauszunehmen. Das heißt, ich entscheide mich hier für ein gepitchtes Pitching Wedge und versuche irgendwie möglichst sauber an den Ball ranzukommen. Das wäre also der theoretische Plan bei schlechten Lagen. Nun, das Divot wird sicher etwas tiefer werden. Aber es soll eben auf alle Fälle, wenn es geht, links vom Ball sein. Schmaler Stand, Gewicht leicht links, Ball rechts. Ja, und schon fett getroffen. Gesagt, getan. Es ist einfach verdammt schwer, hier einen sauberen Kontakt zu bekommen. So, nun Schlag 3. 52 Meter Rest. Ich habe mich für ein Sandwich entschieden, stehe wirklich sehr, sehr schmal. Und habe nun wieder Gras unter meinem Ball. Das heißt, es sollte wieder möglich sein, den Ball sauber zu treffen. Schwierig ist natürlich jetzt, den Hang ein wenig mit einzuberechnen. Es geht ganz leicht von rechts nach links. Mal schauen, was geht. Ja, aber nicht schlecht. Er ist genau Richtung Fahne unterwegs. Aber ich befürchte ein wenig lang. Schade. Und damit eben droht noch ein wenig mehr Arbeit zum Paar als nötig. Putt zum Paar, der hoffentlich letzte Putt des Tages. Die Grüns sind sehr, sehr flott, also wird auch der Ball ein wenig mehr brechen, als man zuallererst mal annimmt. Es geht ganz leicht von links nach rechts. Und Längenkontrolle wird bei dem Putt wieder das A und O sein. Ein paar Probeschwünge visualisieren. Und am besten das Ding jetzt reinmachen. Nein, zu weit rechts gestartet, gepusht. Und damit war's das. Ich verabschiede mich mit einem Bogey. Und hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche noch einen ganz schönen Abend. Mach's gut und
Abonniere meinen Channel, damit du das nächste Video nicht verpasst. Schönen Abend, schönes Spiel. Ciao.